Jemand sollte Shay einfangen, nicht, dass er sich noch verletzt. Jemand! Christelle? Junge, ich klebe förmlich an deinem Arsch. Kannst du dich bitte mal entspannen? Hey, meine lieben Freunde der Finsternis und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Jetzt versuche ich nämlich mehr Videos zu machen. Na, ihr merkt schon, ihr merkt schon. Ja, falls ihr mein letztes Video gesehen habt, wisst ihr, wo wir hier gerade stehen. Na, okay, ich glaube, man sieht auch so, wo ich hier stehe. Und zwar stehe ich in einem Mistfall oder Nebelfall halt, ja. Und es gibt eine neue Quest, weil es gibt einen neuen Ort. Wildwoods, anscheinend. Wahrscheinlich habt ihr diese Quest alle schon gemacht, weil natürlich seid ihr aktueller im Spiel als ich, weil, wie gesagt, ich habe seit ungefähr 5 Monaten nicht mehr gespielt. Wow. Ich glaube, ich war nur mal zwischenzeitlich so kurz mal da. Aber ich versuche jetzt aktiver zu werden und deswegen machen wir jetzt die Quest zusammen. Und wie ihr wisst, schneide ich meine Quest-Folgen ja nicht so langweilig. Nichts gegen andere YouTuber. Sondern wir machen das ein bisschen besser. Das tut mir leid. Nein, nicht unbedingt besser, aber ich nehme halt nicht alles von der Story rein, weil ich das nicht alles interessant finde, sondern nur die witzigen Sachen, die wichtigen Sachen. Ach, hier habe ich die Quest. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Quest ist, die mich hier... Weil hier, wir haben Nebelfall ruft, Alonso und eine unmögliche Expedition, Alonso. Ich bin verwirrt. What do you want from me, okay? Warum? Ich verstehe es nicht. Egal, wir machen die Quest hier. Eine unmögliche Expedition. Die neueste Gruppe der Ranger bricht zu ihrer ersten Expedition auf. Du solltest mitkommen. Auf jeden Fall. Ich, wo denn? Ach, da. Ich habe gehört, Rowan hat im Outback gearbeitet. Wow, spannend. Wer ist bis du denn? Was den Kampf mit dem Känguru angeht, der Teil ist absolut wahr. Ich habe auch Garnelen gegrillt und bin die ganze Zeit gesurft. Unnötige Informationen. I don't need them. Das ist extrem cool. Nein. Bist du eine Frau oder ein Mann? Ich kann es nicht erkennen, okay? Hilf mir. Zu den Wildwoods? Warum schreit ihr alle? Okay, ihr steht direkt voreinander. Hört auf zu schreien. Das ist disrespectful as hell. Gefahr ist Teil dieses Jobs. Ja, das wussten wir alle, als wir uns dafür entschieden haben, Ranger zu werden. Die tun so, als wären sie, keine Ahnung, in der Armee oder so. Leute, chillt mal. So krass ist es jetzt auch nicht. Das ist unmöglich. Ich bringe mich nicht für eine bauläufige Hütte in Gefahr. Ich bin raus. Warum schreibst du das so? Nee, warum sagt sie es so? Warum? Kannst du nicht einen Satz bilden? Warum ein Wort? Das ist nicht mal ein Satz. Dann geh doch, wenn du keine Lust hast. Wie du willst. Ja, ebenso. Ebenso. Meine ich ja, meine ich. Irgendwie bin ich immer heil davon gekommen. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Oh, da ist jemand aber sehr von sich überzeugt. Sind alle da? Tira, Aniton, Astrid, Joseph. Moment, wer bist du? Weiß ich selbst nicht. Ich bin Christelle. Oh, cringe. Oh, though. Und das ist Haken. Phantom. Du kennst sie nicht. Stell dich gefälligst nicht fremden Menschen vor, okay? So bin ich nicht. Ich habe schon von dir gehört, Christelle. Okay, weird. That's weird. Bist du bereit für die Expedition? Nö. Wir sollten bald aufbrechen. Wir wollen nicht nach Einbruch der Dunkelheit im Wildwoods unterwegs sein. Ein falscher Schritt und du bist Vigimite auf... Was ist Vigimite auf Toast? Wie wir in Australien sagen. Ah! Dieser Humor. Rania. Rania auf... Weiß ich nicht. Ich weiß den Namen des Pferdes nicht mehr. Dellinger. Ah, das war's. Rowan. Ach, der ist ein Typ. Pferd Shay. Jobleitender Jorvik Ranger. Geburtstag 23. März. Oh! Wird bald Geburtstag? Okay, was halt bald. Rangerstation Redwood Point. Geburtsort North South Wales. North. Ich kann nicht lesen. North South Wales. Das macht gar keinen Sinn. New South Wales. Australia. Nee, Australien steht auf Deutsch. Lieblingsessen Chico Roll. Was ist eine Chico Roll? Ich google das jetzt. Wait a second. Chico Roll ist ein pikanter Snack der australischen Küche, der inspiriert von der chinesischen Frühlingsrolle von Frank McAncrow. Keine Ahnung, how to pronounce the name. Mein Denglisch. Konzipiert und 1951 erstmals als Chicken Roll verkauft wurde. Aber kein Hühnerfleisch enthält, lol. Alles klar. Besondere Fähigkeiten, Sarkasmus. Aha! Aha. Überleben in der freien Natur.
Hobbys, Wingsuit fliegen, Hacken mit Spannung. Wow, sehr, sehr charmant, dieser Typ. Wow. Worauf warten wir denn noch? Vamonos, keine Ahnung. Deswegen begleiten wir die Ranger auf ihrer Expedition nach Norden. Nach North, South Wales vielleicht? Oh, jetzt labern die mich hier wieder zu. Ich glaube, es hackt. Aber niemand hat die... Wow, ich habe es weggeklickt. Ich bin so smart. Die Luft ist in dieser Gegend anders. Ja, bestimmt. Ist ja nur 5 Meter weiter. Da ist die Luft schon anders. Das sind jorvische Überlieferungen, die über Generationen mündlich weitergegeben wurden. Ja, ja, ja. Das sagen sie alle. Und dann sind sie schwanger. Machst du gut. Machst du super. Ja, das erinnert mich so krass ans Grüntal. Wisst ihr noch, wo man da ganz am Anfang da bei der Gaststätte und dann kriegst du deine Kettensäge und dann gehst du da hin und... Nee, ich weiß gar nicht, ob du die da kriegst. Das ist schon lange her, Leute. Okay, das ist schon lange, lange, lange her. Aber dann machst du das so weg. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist bei der Quest, wo du das erste Mal quasi Jarlaheim betrittst. Aber früher, Leute, früher war das so. Früher. Ich habe mich auch wie so eine Oma. Oh mein Gott. Die Jugend von heute kennt das doch gar nicht mehr. Wir haben es durch das Gestrüpp geschafft, ja. Und nur dank mir, wenn ich das mal so erwähnen darf. Ihr habt das geschafft, ihr habt die Gestrüppwand erledigt. Nee, 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 ich. Nicht wir. Hier gibt's kein Wir. Die haben nichts gemacht, die standen da nur. Ich glaube, wären wir nur einer weniger gewesen, hätten wir es nicht geschafft. Hä? Ich habe alles alleine gemacht, Bruder. Vielen Dank für deine Hilfe, Christa. Ja. Sind alle bereit, für das, was vor uns liegt? Fangfrage, natürlich seid ihr das. Er ist so lustig. Er ist so lustig. Autsch, mein Bein. Er hat sich vom Stehen wehgetan. Oh Gott, nein. Oh. Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Das war mein Wecker, weil ich habe in einer halben Stunde Musikschule. Oh Gott, ich habe mich gerade zu Tode erschreckt. Puh, das Gestrüpp, ich schwöre, es hat sich bewegt. Oh, ich bewege mich auch gleich. Das war gruselig. Was hältst du davon, Christelle? Mir ist es egal. Sie ist gestolpert, Unfälle passieren nun mal. Gott. Knut. Feier ich. Riecht wie verfaulende Pflanzen. Das kann nur eins bedeuten. Wir sind in der Nähe eines Komposthaufens. Ey, er hat mich zum Lachen gebracht. Er ist viel witziger als Rowan. Jetzt muss ich mir dieses Gelaber wieder anhören. Sind das Mammutbäume? Das sieht so aus. Brennst gleich? Boah, das wäre fancy. So ein Blitzeinschlag. Finde ich cool. Ich weiß halt auch wirklich nicht, ob das so smart ist. Vielleicht wird das Pferd vom Blitz getroffen. Das wäre krass. Ist das Rowan? Ich weiß nicht, ich kann die alle nicht voneinander unterscheiden. Jeder andere ist so spät. Oh mein Gott, er ist da runtergefallen. Nicht so. Oh, im Ernst? Jemand sollte Shay einfangen, nicht, dass er sich noch verletzt. Jemand? Christelle? Er ist jung und so ein flatterhaftes Wesen. Das ist eine super Idee, so ein Pferd mit auf eine Expedition zu nehmen. Wow. Wow. Reitest du ihm nach, Christelle? Ich halte die Ohren offen. Ja. Machst einen tollen Job, Dania. Nee, wie heißt die? Rania. Ist alles gut. Ist alles ganz flauschig. Ist alles ganz flauschig. Junge, ich klebe förmlich an deinem Arsch. Kannst du dich bitte mal entspannen? Hallo, rede mit mir. Ich habe bald Musikschule. Das heißt, wahrscheinlich muss ich... Du hast es geschafft, das Pferd hat... Fast, als wollte der Wald uns nicht hier haben. Vielleicht will er das ja nicht. Kann ich verstehen. Ihr seid echt nervig. Sie kümmert sich nur um sich selbst. Ich kümmere mich gleich um dich, Freundchen. Nervig. Sorry, er nervt mich. Ich weiß nicht. Dieser Typ nervt mich. Gut, es wurde auch Zeit, dass wir vorwärts kommen. Ja, sag das mal deinem Pferd. Du Idiot. Das freut mich. Ich bin mir sicher, mit ein wenig Teamwork, könnt alle stolz auf euch sein. Es war ein schwieriger Weg, aber wir haben es geschafft, weil wir als Team zusammengehalten haben. Weil wir an uns selbst geglaubt haben. Hallo, rede mit mir. Warum? Die wollten nie mit mir reden. In Ordnung, Zeit an die Arbeit zu gehen. Es gibt für jeden etwas zu tun. Das, meine Freunde, mache ich aber erst in einem neuen Video, weil ich habe gleich Musikschule und deswegen würde ich sagen, beenden wir dieses Video. Ich meine, meine Rohdatei, ja, geht literally schon 25 Minuten. Das
deswegen müssen wir jetzt hier mal einen Cut setzen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video, ganz kleine Video gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und passt auf euch auf und lasst euch nicht vom Blitz treffen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!